Ach, du dachtest, dass Schmetterlinge, die auf anderen Tieren landen, ein tolles Wunder der Natur sind. Stell dir mal vor, wie sie ständig und erbarmungslos in die Augen ihrer Opfer stechen, um sie zum Weinen zu bringen, damit sie ihre Tränen trinken können. Das ist gar nicht mal so nice, oder? Eine auf Madagaskar beheimatete Mottenart wartet geduldig darauf, dass die Vögel schlafen, bevor sie ihre freche Zunge in deren Augenlider steckt, um deren Tränen zu trinken. Was für ein Albtraum. Sogar auf Pisse geiern sie. Was ist denn los bei denen? Wissenschaftler haben mehrfach beobachtet, dass Schmetterlinge den Urin von Pumas genießen, den sie offenbar dem Urin von Kühen oder Menschen vorziehen, wie mehrere Experimente gezeigt haben. Shoutouts auch an Leute, die solche Experimente machen. Das Studiendesign würde ich gerne mal sehen. Andere Motten sind ähnlich krank. Einige von ihnen haben sich auf die Liebe zu Blut spezialisiert und suchen aktiv nach Wirbeltieren, um deren Blut zu saugen, wie zum Beispiel Büffel oder Elefanten. Natürlich ist auch menschliches Blut eine Delikatesse, die sie ohne zu zögern zu sich nehmen. Eine solche Gelegenheit, dich wie eine Capri-Sonne zu trinken, ist zu gut, um sie zu verpassen.